Lady, komm und heute bist du Porno, Baby. So Leute, hallo, ihr seid unglaublich. Wir rudern auf die 7500 Klicks zu und ja, wir haben gedacht, wir machen ein bisschen ein Video für euch und lesen da einfach mal, ohne zu beleidigen und allgemein, ein paar lustige Kommentare vor. Und ja, ihr seht dann unsere Reaktionen und ich find's mega geil, was für Welle der Song macht. Auch wenn er jetzt im Verhältnis zur Vergangenheit weniger Klicks hat, aber er macht Welle. Und ich verfolge das auch im Netz. Es gibt viele, die stehen dort und filmen so in Instagram und singen Lady. Und das finde ich mega genial. Willst du im Vorfeld noch was dazu sagen? Naja, einfach kurz die Best-of-Kommentare, wo wir uns einfach durchgelesen haben und wegschmeißen. Ganz kurz, ich habe meine neue Frisur, die passt super zum Bart. Und ja, erzähl weiter. Ich habe meine Mütze aufgesetzt, obwohl ich meine Frisur gemacht habe. Aber meine Frisur, meine Mütze. Yes. Ja, und dann lesen wir ein paar Kommentare durch und ja. Genau. Und wir machen, ja, wir lesen einfach ein paar vor. Und schauen mal, was passiert. Ja, wir wollen uns einfach auch noch bedanken für die Klicks und so, für den Support auch. Von unseren Fans immer. Gut, wir haben ein paar Hater, aber wir haben auch echte Fans. Und das freut uns übelst. Und schöne Grüße an euch alle. An die Fans natürlich mehr wie an die Hater. Aber die Hater grüßen wir natürlich auch. Und wir wurden so oft gefragt, ja, wo ist eure Mode, wo gibt's das, wo gibt's das? Das ist alles jetzt in Planung und ja, wir müssen halt schauen, wie wir das jetzt umsetzen. Und ja, also, jetzt lesen wir mal die Kommentare vor. Ich fange jetzt ja dann mal ganz gechillt und dezent mit ha, 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 ha an. Okay, ha, 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 ha. Okay. Okay, mache ich das nächste. Da habe ich erstmal zu dem Daumen hoch haben wir 50 und Daumen runter haben wir jetzt 151, also 25%. Daumen hoch ist so gut, so stark. Und dann das erste kommen: lyrisches Feuerwerk auf höchster Ebene, hoch geht durch Mark und Bein, Ehrenmänner. So starkes Kommentar. Das ist sehr nice. Das ist sogar ein positives Kommentar. Wir könnten ja auch machen, ich lese ein paar negative vor und du liest die positiven vor. Okay, machen wir so. Na, schauen wir mal, wir lassen alles auf uns zukommen, hier wird nichts geschnitten. Das ist alles beim ersten Mal und wir schauen mal, wie es sich jetzt ergibt. Okay, da habe ich doch einen gefunden. Meine Ohren bluten, ich habe noch nie so einen Bullshit gehört. Ich frage mich gerade, ob ihr einen IQ von 20 besitzt und deswegen nicht realisiert, wie schrecklich es sich anhört, oder ob ihr komplett zugedröhnt seid. Na, ich kann dazu sagen, na, wir besitzen schon einen IQ, aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Ich habe noch nie einen Test gemacht und habe es auch nicht vor. Naja, ob es sich jetzt schrecklich anhört, das ist Anhörsache, Angesichtssache, jeder hat einen anderen Geschmack. Naja, und zugedröhnt sind wir jetzt eigentlich auch nicht. Na? Okay, gebe ich halt hier wieder ab. Das ist ja eine Zumutung, wer hört sich denn sowas an?
Alter, ihr wollt ernst genommen werden und liefert dann sowas ab, dann frage ich mich, was da im Kopf falsch läuft. Hat der Ahnung. Das wurde dann wieder gegen kommentiert. Bitch, ich liebe den Song, lass meine Jungs in Ruhe. Ich sag's ja, wo ich das erste Mal in meinen Kommentaren lese, das ist ja immer privat. Also, wenn sie so nein schießen, ne? Die haben wir jetzt schon alle gelesen, deswegen ist wahrscheinlich. Wir kennen die Kommentare schon, aber wenn man die mal das erste Mal liest, dann muss man irgendwie noch mehr lachen. Okay. Bin ich wieder dran? Ja, mach mal. Ach du Scheiße, Punkt, Punkt, Punkt. Selten so einen gesanglichen Durchfall gehört. Was ist die Steigerung von beschissen? MC Zirki, bitte hört auf damit. Naja, dazu kann ich nur sagen, wir hören ganz sicher nicht auf damit. Okay, pass auf, jetzt haben wir angucken. Okay. Drachenlord trifft Ohrenkrebs. Aber das Drachenlord, das kam mir irgendwie schon in der Vergangenheit, ne? Das ist so. Ja, ey, das. Wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht dahinter gekommen, wer der Drachenlord ist oder so. Was ist das überhaupt? Vielleicht verlinkt ihr mal da irgendwas und dann schauen wir uns mal Drachenlord an. Vielleicht kann man ja auch mal ein Feature machen, wenn er nach Bamberg kommt. Okay, jetzt komme ich wieder. Ist das euer Scheiß ernst, Jungs? Oder soll das Comedy sein? Teils, teils. Also, es ist schon Musik. Aber wir wollen auch Leute entertainen und man kann schon Richtung Comedy sehen, ja. Ja. Das war eine berechtigte Frage. Okay. Dann habe ich eine. Stefan Raab, wo bist du nur? Wir brauchen dich. Ja, da wurde ich auch letztens angesprochen. Schade, dass es Stefan Raab nicht mehr gibt, weil dann wären wir jetzt halt im Fernsehen und Fame und so. Stimmt. Das wäre mega, wenn es Stefan Raab ab und zu so, Videos von Stefan Raab von DLV Total. Die kleine Ausschnitte halt auf YouTube an. Und ja, das, was man halt schon kennt, aber man lacht sich immer noch fremd. War echt starker Entertainer. Ja, klasse Mann. Aber hat auch zum richtigen Zeitpunkt einen Absprung geschafft und lebt jetzt auch ein ziemlich ruhiges Leben mit Sicherheit. Okay, dann ein Kommentar. Ach so, ich habe jetzt erst gelesen, geht euch erhängen. Aber da steht, wer geht sich mit mir erhängen? Naja, ich sag mal so, Selbstmord ist keine Lösung. Sag ich jetzt mal. Na? Vielleicht sollte ich noch eins vorlesen. 1:31. Das war ein Stuntman, oder? Also das verstehe ich jetzt nicht. Da müssen wir mal schauen bei 1:31. Genau, aber das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ein Stuntman? Naja. Felix Degger, eben doch kein One-Hit-Wonder. Wer das disliked, leugnet den Klimawandel. Der Kommentar ist auch bearbeitet. Hm? Im Nachhinein bearbeitet. Mhm. Was auch genial ist. Was geil ist, hoffentlich vermehrt ihr euch nicht. Der größte Müll, den ich je gehört habe. Ob wir uns vermehren oder nicht, das wissen wir noch nicht. Wir sind jetzt noch nicht mal 30. Und wir wissen noch nicht, ob wir Kinder wollen, aber mal schauen. Man weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jetzt mal wieder positiv. Ich finde, dieses Lied ist ein musikalisches Feuerwerk. Ihr macht aus einem schlechten Tag einen guten. Euer lyrisches Aufwärmbecken von Poetismus wird untermalt von einem aus der Klassik bekannten mit Synkopen bestimmten Beat. Meiner Meinung nach einfach eine sehr gelungene Mischung aus Oldschool Hip-Hop und heutzutage mehrfach gehörten Cloud Rap. Tupac wäre stolz auf euch, hört nicht auf die Hater, bleibt euch treu und zieht euer Ding durch.
Also das freut mich. Gutes Kommentar. Daumen hoch, darauf einen Daumen nach oben. Wurde gegen kommentiert. Ja, sehr schöner Kommentar, Dankeschön. Danke für den Kommentar. Was auch, das sind jetzt zwei Kommentare, aber schreibt dieselbe Person. Sie schreibt, bester Song bisher, ich liebe dich, Zirki. Okay, alles klar, schöne Grüße. Schöne Grüße auch von mir. Jetzt hab ich AIDS. Okay, kannst du mal sagen, wie das geht? Was? Nee, weil jetzt habe ich AIDS. Naja, ich sag mal so, es gibt Leute, die kennen sich halt einfach nicht aus. Kondome schützen vor AIDS. Und ja, wir haben kein AIDS. Also bin ich mir sicher. Ich mache auch zum Beispiel öfter einen AIDS-Test. Einfach so nur. Kann man ja eh wieder von der Steuer absetzen. Ja. Okay. Ah, der ist genial. Den muss ich unbedingt mal vorlesen. Notschlachten ist immer eine Option. Ach, seid ihr geil. Notschlachten ist immer eine Option. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, weil... Naja, lustig. Jetzt habe ich da einen Kommentar. Wann kommt es auf Spotify? Das war mal auf Spotify, kommt aber nicht mehr auf Spotify. Das, das Problem war, wir sind ja ehrlich. Ne? Uns wird es ganz recht, Spotify, Apple Music, alles, wird auch in Zukunft kommen. Aber zum Beispiel, ihr, wie ihr sicher gemerkt habt, hat es erst der Felix Decker hochgeladen. Und er hat sich um alles gekümmert. Also doi, 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 ist voll okay. Aber dann ist ihnen aufgefallen, er will es auf seiner Seite doch nicht haben. Dann musste es ich hochladen. Und bis wir das jetzt als Spotify und überall machen, es dauert 4 Tage. In der Zeit habt ihr schon anderweitig 100 Mal, weil wir wissen ja, wie das geht. Ja, und also es wird auf Spotify und Apple Music und so nicht kommen. Und ihr habt das eh schon längst. Denke ich mir mal. Ich habe irgendwo, habe ich mal was gelesen. Warte mal. Was habe ich auf einen? Ja, ich suche so lange einen anderen Kommentar, lese ihn mal vor. Kommt ihr vom Klo? Ja, jeder oder, kommt jeden oder Tag vom Klo. Warum sammelt ihr und schüttelt die Hände so? Beste Stelle ist, wo Zöcki auf allen Vieren kriecht. Und die paar Scheine wieder voll auf einer Kamera aufheben. Gott, ey, ich denke mir manchmal, es gibt so komische Leute, wer ist nicht mindestens am Tag 5-6 Mal auf dem Klo und 5-6 Mal ist nicht oft. Ne? Das ist doch nicht oft. Jeder kommt mal vom Klo. Ne? Von der Toilette. Da bin ich mal. Ja, moin Bruder, lass los. Charts, Platz 1 ist drin. Cover. Ah, den lese ich mal vor. Euer behindertes Gestöhne im Intro hört sich an wie ein schlechter Horrorfilm. Vor einem Polizeiauto eine Packung Pizzagewürz auf die Straße zu schütten, ist weder cool, noch macht es euch männlich. Es ist einfach nur lächerlich. Warte mal, es geht sogar noch das weiter. Ist lange, ja, das ist mir zu viel Text. Weiter lese ich noch nicht vor, das ist mir zu viel Text. Aber danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Ja, und ob das jetzt Pizzagewürz ist, kann sein. Na, aber trotzdem, ist doch ganz cool eigentlich. Na. Dann habe ich noch eine.
Lieblingslied. Das ist top, das freut mich. Ich habe vorhin einen gefunden, den habe ich jetzt so lange gesucht und finde ihn gerade nicht. Jetzt habe ich auch wieder einen. Alter, was seid ihr für Mongos? Dann gehen kommen da. Dann wurde er halt mit dem Namen angeschrieben, fick ich dich. Was? Er fickt ihn! Ja, und dann kommen da zurück. Bist ja krasser. Und dann wieder Kommentar zurück. Bist ja auch so krasser Gangster. Ihr müsst das alle wegen lockerer sehen. Sich deswegen die Köpfe einschlagen, bringt gar nichts. Ja, ich habe auf jeden Fall vorhin einen gesehen, ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir so viel Seiten gepostet, auch vielleicht war es auch in Facebook. Und dann will ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, das war irgendwie so gerichtet. Der Felix wohnt ja nicht bei Bamberg. Und es war irgendwie so gerichtet, dass wir die größten Spacken aus Aurich oder so sind. Aber kapiert mal, Felix wohnt ja dort. Und wir zwei sind Bamberger, wir sind echte Bamberger. Also wir wohnen ja direkt in Bamberg, in der Stadt. Aber wir wohnen in der Umgebung, auf dem Land. Und ja, wir sind da stolz drauf, wir könnten auch jederzeit in der Stadt wohnen. Aber für was? Glaubt mir, Land ist auch schön. Hat man seine Ruhe und ist wunderbar. Ja, und ja, nur Felix kommt aus Aurich. Wir zwei sind Bamberger. Wir grüßen übrigens auch alle anderen Rapper und auch vor allem alle anderen Rapper aus Bamberg. Wir haben mittlerweile schon ein gutes Netzwerk und alles, auch wenn es keiner glaubt, aber wir wollen jetzt auch keinen Namen nennen, aber ist so. So, dann mach du mal und ich schau mal, ob ich noch einen finde. Brett wie immer. Ah, das freut uns. Ja, ich persönlich finde den Song, ich finde den Song eigentlich auch gut, ich verstehe gar nicht, warum da so viel gehatet schon. Naja, aber Hater hat man überall. Du kannst alles haten, es gibt immer Hater. Na, aber du kannst machen, was du willst. So, warte mal. Hast du noch einen? Ich schau grad. Ah, jetzt nicht. Ich habe einen. Selbst wenn eine Kuh scheißt. Also selbst wenn eine Kuh scheißt. Okay, jetzt. Selbst wenn eine Kuh scheißt, hört sich's besser an als ihr Trottel auf dem Billigbeat. Naja. Also ich würde mal sagen, wenn eine Kuh scheißt, dann hört sie es gar nicht an. Und woher wollt ihr wissen, ob das ein Billigbeat ist? Ja. Und ich sage auch immer wieder, macht halt mal Songs. Macht mal wie wir Songs und Musikvideos. Und mal schauen, wie das dann wird. Und dann schauen wir mal. Wenn es uns gefällt, machen wir sogar ein Feature mit euch. Und wenn ihr jetzt sagt, solche Deppen, dann geht mal auf Zirki und schaut mal immer unsere Klicks sind ja immer gut konstant. Ne? Und schaut mal, also für Newcomer passen die Klicks eigentlich. Ne? Wir haben halt jetzt keinen großen Künstler in der Rückhand. Wenn natürlich ein Rapstar, ein großer oder Rap-Superstar herkommt und unser Zeug postet, dann ist es freilich klar, dass man dann gleich noch einmal 10 bis 100 mal so viel wie wir Klicks hat. Ja, aber haben wir leider nicht in der Hinterhand. Ja. So. Das finde ich auch interessant. Ja, man muss, bevor man was anderes kommentiert oder schlecht redet, einfach das erstmal selber machen, bevor man dann überhaupt eine Meinung dazu äußern kann. Weil 90% einfach der negativen Kommentare. Wir haben einfach keine Ahnung. Allgemein. Nicht ernst nehmen. Weil, wenn zum Beispiel, ein Beispiel nur, also zum Beispiel Kindererziehung, da gibt es ein Ehepaar, die haben ein Kind, und dann gibt es ein Ehepaar, die haben kein Kind. Und das Ehepaar, das kein Kind hat, will dem Ehepaar, das ein Kind hat, erzählen, wie man Kindererziehung macht. Und ja,
da merkt man schon, dass das keinen Sinn hat, weißt du? Und deshalb kann ich nehme ich das einfach nicht ernst und setze auch meinen Fokus nicht auf das Negative, sondern mein Fokus liegt auch immer auf das Positive. Ja. Und deswegen, ich höre es mir einmal an und dann ist es so, habe ich es gehört und dann, aber ich beschäftige mich nicht weiter damit. So, das war das. Habe ich noch einen? Und was ich noch sagen wollte, zu manchen Kommentaren, also wir regen uns da eigentlich ja gar nicht drüber auf, aber manche Kommentare, die haben nicht einmal Ahnung. Genauso, wenn Leute schreiben, dass Felix Aurich beschmutzt. Der Felix ist nach Aurich gezogen, aber ist kein gebürtiger Auricher oder Auracher oder wie das heißt. Das sind 6-7 Stunden von Bamberg entfernt und der kommt eigentlich wo ganz anders her. Wisst ihr, was ich meine? Und die Leute, die kommentieren halt immer, haben sehr wenig Ahnung davon und sehen immer bloß die Kleinigkeiten. Naja, aber ich will jetzt nichts großartig sagen und mich groß neistressen. Und ich habe auch einen Kommentar gelesen, den finde ich gerade auch nett. Irgendwie, wo haben wir denn den gefunden? Irgendwie das mit einem 6er BMW oder mit irgendwas. Wie ist der nochmal gegangen? Ach so, ja. Irgendwie was. Irgendwas. Was weiß ich, dass wir suchen. Ja, wir können uns weder Lamborghini noch einen 6er BMW leisten. Ja genau, und lauter so Sachen schreiben die Leute. Und dabei haben sie überhaupt keine Ahnung. Ne? Dann habe ich noch eine interessante. Wir haben uns noch nie geäußert, was unsere Haupteinnahmequellen sind, was wir machen. Und ich zum Beispiel fahre zurzeit gar kein Auto, hat aber andere Gründe, aber keine finanziellen Gründe, auf keinen Fall. Und ja, wir sind auf jeden Fall keine Leute, wo 40 Jahre für einen 6er BMW sparen. Ne? Sage ich jetzt mal. Selbst wenn er neu ist, nicht. Ne? Den möchte ich selber auch verstehen, den Kommentar. Tricky Benz ist mein Ehemann. Na, erstmal Glückwunsch, weil der Platz ist ja begrenzt, sage ich mal, weil der gibt es ja nur, sage ich mal, einmal. Ich wüsste aber jetzt nicht, dass ich verheiratet bin. Ja. Aber interessant, weil die zwei Mädels, einmal, die kommen, also das Mädel und noch andere, die kommentieren halt jedes Video. Und, schöne Grüße an euch. Schöne Grüße an euch zwei. Ja, interessant, bin ich schon verheiratet. Was mir einfällt, wollt ihr mal so irgendwie Meet and Greets machen? Wenn ihr Meet and Greets wollt, kommentiert mal. Vielleicht kann man das noch mit anderen Sachen, also geschäftliche Sachen verbinden. Also wir wollen euch auch nichts aufschwätzen. Na, schauen wir mal. Kommentiert mal, ob ihr mal ein Meet and Greet wollt irgendwie. Könntet ihr mal das kommentieren. Das kann man dann machen für ausgewählte Personen da. Genau, und ja. Aber ich will nicht zu viel verraten. Wir wollen es mit was kombinieren und das wollen wir jetzt öffentlich hier nicht sagen. Ja, das sehen wir dann, wenn auf jeden Fall einige positive Kommentare da sind. Dann schreibt uns persönlich an und dann schauen wir mal. Aber natürlich seid ihr da nicht alleine mit uns, da kommen dann 10, 15 Mann auf einmal, vielleicht auch mehr. Und wir sind auch nicht allein, wir kommen auch mit ein paar Leuten sozusagen. Und auch wenn ihr über Sachen schlau machen müsst ihr euch auch, ein Stündchen Zeit oder vielleicht 2 Stündchen Zeit müsst ihr schon investieren, sage ich jetzt mal. Ja. Na, weil ich habe mir gedacht, wir machen diesmal mal ein bisschen ein längeres Video. Wir sind mit den Kommentaren durch, oder? Ja, wir haben noch nicht alle, aber das hat sich jetzt so einfach, das war jetzt. Ja, die waren ganz lustig so auch. Wenn wir welche vergessen haben oder wenn sich Leute fragen, warum ist unser Kommentar nicht dabei, dann, dann seid nicht beleidigt.
Wir haben jetzt nicht alle vorgelesen, vor allem das ganze Zeug, was in Facebook und so rumläuft, kommentarmäßig, das kriegen wir ja auch mit. Da haben wir jetzt gar keine vorgelesen. Aber was ich jetzt sagen wollte, wir haben jetzt gedacht, wir machen mal ein längeres Video. Und weil ihr schon manchmal sehr lange nichts von uns hört, das stimmt. Und ja, so habt ihr mal ein längeres Video und wir wollen auch jetzt zeitnah, also wir können jetzt noch nicht versprechen, aber wir wollen zeitnah auch unser nächstes Musikvideo schon bringen. Das wird auch wieder mit uns zwei sein? Das wird nur mit uns beiden sein. Mit uns zwei und ja, also wir drehen das dann die nächsten zwei Monate und wann wir das dann veröffentlichen, müssen wir auch noch sehen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall noch im letzten Quartal von dem Jahr sein wird. Oder mal nächstes Quartal? Im letzten Quartal. Achso, letztes Quartal. Ja, ja, denkt mir schon. Weil jetzt September, Oktober, November, obwohl das letzte Quartal fängt erst ab Oktober an. Ne? Oktober, November, Dezember. Ja, müssen wir mal entscheiden. Da müssen wir mal schauen. Erstmal produzieren. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch wahrscheinlich kommen, denke ich mal. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, soll ich das mit dem Gig mal so öffentlich jetzt sagen, mit dem Gymnasium? Nein. Okay. Er hätte mich erledigt. Ja, aber er hätte mich mal interessiert, warum es nicht zustande gekommen ist. Ich frage jetzt einfach mal. Ja, dann hätten die es ja direkt auf uns zukommen müssen und so. Also dann brauche ich das jetzt nicht öffentlich machen. Ich möchte bloß mal fragen, vielleicht kriegen wir ein paar Kommentare, warum nicht oder so. Nee, okay, dann nicht. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr habt jetzt bis zum Schluss das Video angeschaut. Und was noch ist, ich glaube, 28. September kommt ein Album raus, ein Musikalbum. Und da hören wir natürlich für euch wieder rein und geben Kommentare ab. Halt nicht unser Album, aber wir können jetzt das sagen von Bushido. Und ja, das Album, die Fanbox ist schon, die Deluxe-Box ist schon bestellt, kommt aber erst am 28. September raus und die wollen wir dann auch verlosen. An alle, die wo kommentieren und so weiter. Den besten Kommentaren, den schicken wir es einfach. Also welchen wir am besten finden. Ja, das ist ein wenig so wie Lotto. Das ist halt unser Geschmack, was wir am besten als Kommentar finden. Der beste Kommentar, den schicken wir die Box zu. Ja, der gibt uns Privatnachricht, seine Adresse. Und an die Adresse schicken wir es zu. Zwar schon geöffnet, weil wir die CD gehört haben. Und weil wir auch den Inhalt uns anschauen. Aber... Völlig umsonst für euch. Ihr müsst nur völlig umsonst Video für schauen, euch. Kommentar abgeben. Und... mit ein bisschen Glück kann es dann euch sein, kommt alles dann zu gegebener Zeit, kommt es dann alles. Und auf jeden Fall die Leute, wo jetzt bis zum Schluss dieses Video angesehen haben, die haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie jetzt schon die Ankündigung vom Album gesehen haben, weil 28. September, das ist ein Freitag und wir haben jetzt gerade mal, das ist noch länger wie ein Monat und ihr wisst jetzt schon, ja. Okay. Dann wünschen wir euch allen einen schönen Tag, eine schöne Zeit, viel Gesundheit, eine schöne Sandkerbe in Bamberg. Geht ja auch ab Donnerstag los. Ab Donnerstag, 23.08. Ich bin auch am Start auf jeden Fall. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was geht ihr zur Sandkirche, weil jetzt findet sie ja wieder statt, letztes Jahr hat sie nicht stattgefunden. Was geht ihr zur Sandkirche, weil was findet ihr am besten an der Sandkirche, weil? Schreibt mir in die Kommentare und ja. Ja, das war auch so eine Sache, Sandkirche findet nicht statt und jeder hat Sandkirche gefeiert. Und ich war Donnerstag oder so drin und es war so die Hölle los. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So wie immer halt. Sandkerbe ist einfach geil. Jeder Bamberger wird sagen, geil. Manche werden sagen, vielleicht fängt viel los. Aber allgemein, die meisten Bamberger werden sagen, geil.
Na? Ich will nur am Donnerstag gehen und danach gehe ich in den Urlaub. Und ich bin Donnerstag, Freitag und Samstag am Start. Ja. Okay. Dann war's das. Und macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, Peace. Servus. Ciao.